Es ist nagelneu und bereits eine Rarität. Ja, ein 4x4 von Mercedes-Benz auf Sprinterbasis, aber mit 6 Zylindern und ganz vielen Extras, die es heute ab Werk schon gar nicht mehr gibt. Ja, CO2 sei Dank und Euro 6 und so weiter und so fort. Und hier haben wir eine Jungfernfahrt. Es kommt von Hümer und was es genau für ein Fahrzeug ist, werden wir gleich mal erfahren. Palmkowski hat ihn verkauft, ja, denn der verkauft unglaublich viel. Und erste Frage, ihr seid zufrieden gewesen mit der Übergabe? Ja, es war richtig toll. Es gab auch einen kleinen Präsentkorb. Aber was war da drin? Oh, alles Mögliche, Kaffee. Den haben wir noch gar nicht ausgepackt. Sehr schön, ihr seid die stolzen Besitzer. Wir sind in Kalka auf einer Offroad-Messe, denn das ist ein 4x4. Ja. Wie ist denn dein Vorname? Mein Vorname? Ja. Mein Vorname ist Claudia. Hallo Claudia, du bist aus Berlin, aus dem Havelland im Moment, oder? Ja, wir sind vom Havelland, von Schönwalde aus, nach Bielefeld gefahren, sind von der Abnahme her Bielefeld gleich hierher, weil wir unbedingt mal so eine 4x4-Messe miterleben wollten. Okay. Und jetzt gehören wir ja auch dazu. So ist es, ja. Da steht's. Ist ein bisschen außergewöhnlich, denn man hat viele Selbstaufbauten oder so Kleinaufbauer. Dass Hümer natürlich so ein Offroad-Fahrzeug baut, das wissen viele, aber viele haben ihn noch nicht gesehen. Es kommen viele Leute und fragen, oder? Ja, kommen einige, die auch mal reinschauen wollen. Und ich denke mal, jeder will auch gerne sein Fahrzeug zeigen. Man ist ja stolz. Ja, das sind die Nächsten. Das werden wir jetzt mal übernehmen. Also ihr könnt am nächsten QR-Code mit dem Video draufkleben, dann könnt ihr sagen, guckt euch das mal an. Ja. 4x4 steht drauf. Du hast Wert drauf gelegt, einen großen Motor, 6 Zylinder, war dir wichtig? Mir war ein großes Drehmoment wichtig mit einem zuverlässigen Motor, der auch eine gute Laufruhe hat. Und ein Untersetzungsgetriebe war mir wichtig und dann eben, wie gesagt, der Allradantrieb. Ja, das hier ist ja fast schon so ein kleiner Unimog/G-Modell, kann man sagen. Ja, so kann man den bewerten, ja. Ist er leise? Sehr leise. Echt? Ja, wir können uns also bei Tempo 120, können wir uns, ohne die Stimme zu erheben, können wir uns normal unterhalten. Ja, er ist schwarz, er sieht ganz schick aus mit Silber, ganz modern. Obendrauf habt ihr LED gemacht, das kam so ab Werk? Das kam so, das war das Ausstattungspaket, ja. Cool. Das ist, wir haben es auch schon ausprobiert, also wir stehen da wirklich in der Sonne, wenn wir die anmachen. Ja. Du wirst auch braun? Wie bitte? Man wird auch braun? Man wird, ja, das haben wir noch nicht probiert. Oh. Auf jeden Fall brauchst du eine Sonnenbrille. Also der Hammer sind hier geschmiedete Felgen, ja. Sind mir direkt aufgefallen, war nicht ganz billig, aber die Optik ist der Hammer, oder? Genau, ja. Diese Räder, die gibt es von Delta, einmal in einer Standardausführung mit einem Schraubkranz drumherum und die sind geschmiedet und haben eine erhöhte Traglast. Das war mir wichtig, dass wenn wir unterwegs sind, wir nicht einen Felgenbruch erleiden. Ja, das und Thema. Wiegen weniger. Ja, richtig. Genau. Also ich denke mir, die Zweiteiligen haben auch nur, wenn man dagegen kann, kann man es tauschen, glaube ich. Das ist ein Riesenvorteil. Die Optik ist nochmal ein bisschen härter. Richtig, ja. Ja. Aber ich glaube, die Traglast wichtiger, oder? Die Traglast war für mich entscheidend. Ist hier ein Luftfahrwerk drin? Richtig. Auf Echt? Der Hinterachse ist ein Luftfahrwerk. Ja. Vorne ist eine verstärkte Parabelfeder drin. Ja, Luftfahrwerk, ich glaube, es gibt nichts Besseres. Das heißt, man kann Rüttelpisten fahren, die werden dann abgemildert, oder? Genau, ja. So, das heißt, man sieht es hier hinten. Das Ganze ist unterstützt. Ich hoffe, man kann. Au ja, da sieht man den Balk. Ja. Er ist zu sehen. Das heißt, du hast auch eine Fernbedienung, du kannst nivellieren damit? Richtig. Je nach Fahrwerk. Untergrund-Eigenschaften kann ich den Luftdruck beim Fahren verstellen. So, er fährt gut, er hat eine Wanderautomatik oder was hat er? Wanderautomatik, 7-Gang, war für mich auch wichtig. Also kein Doppelkupplungsgetriebe? Genau, ja, das hat sich bei unseren PKWs nicht so bewährt. Ja, das Drehmoment ist auch sehr hoch dann, oder, mit der Wander? Ich bin bei 580 Newtonmeter. Sag's nochmal. 580 Newtonmeter. Ein Traum. Ja. Das heißt, du kannst da wirklich, wenn du jetzt einen Anhänger ziehst, du merkst den gar nicht, oder? Nein, richtig. Okay. Ja. So, er ist ein nagelneu. Jungfernfahrt, ihr habt den wann abgeholt? Gestern. Gestern? Ja, gestern haben wir den bei Palmowski in Bielefeld abgeholt und sind dann direkt hierher gefahren. So, Palmowski heißt er, nicht Palmkowski. Habe ich denn? Genau. Palmowski. Ja. So, jetzt habe ich es dreimal gesagt. Aber wichtig ist ja auch, einen guten Händler zu haben. Thema Service ist ja ganz wichtig. Der ist ja nicht bei euch um die Ecke. Richtig. Anreise immer dann 400 Kilometer. Aber ich sage mal, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ja. So, LED ist hinten drauf. Ihr habt eine Rückfahrkamera. Ist die gut? Ja, verdeckt allerdings ein bisschen das
Reserverad verdeckt die Ecke und die Leiter verdeckt die andere Ecke. Die müsste man vielleicht noch ein bisschen rausnehmen. Ja, aber ich schätze dich mal so ein, wenn es dich lang genug nervt, dann machst du das. Genau. Aber Rückfahrkamera ist ganz wichtig. Mhm. So allein die Optik, ich zeig's mal gerade, wenn ihr mal gerade da stehen bleibt mit dem Rad hinten drauf, das ist mir direkt aufgefallen. Ich dachte zuerst, es ist ein Standardhobel und dann das Rad hat mir direkt gesagt, das ist kein Standardhobel. Er liegt auch höher, oder? Er liegt ein bisschen höher? 18 cm höher wie Standard. Und das geht noch mit dem Einsteigen? Ja. Ohne Zweifel. Ohne. Hält jung. Seid ihr süß. Ich guck mal ganz, ganz kurz. Ja, auch die Optik hinten. Es ist schon natürlich ein bisschen eine Mischung aus Wohnmobil und Offroad. Aber ja, ihr habt. Ja, ist ein Kompromiss. Ein Wohnmobil ist immer ein Kompromiss. Und Kompromiss ist, wer das eine will, der muss das andere mögen. Und so haben wir uns hier. Diesen Kompromiss eben. Ja, toll ist die Leiter. Was hat die für einen Sinn, dass man einfach hoch kann? Dann kann man die Solarzellen putzen, also die PV-Anlage. Das macht Sinn, das bringt viel, wenn man die putzt, von der Leistung? Ja, das bringt schon ein paar Prozent noch. Vielleicht soll ich meine auch mal putzen. Hier ist es ganz dezent, ML580 4x4. Ist das ML580 die Zugmaschine? Nee. Das ist wahrscheinlich die Bezeichnung von dem Fahrzeug. Das ist die Aufbaubezeichnung, ML. Okay, das heißt also, das Modell heißt bei Hymer ML580. Und das Fahrzeug ist insgesamt 6,98 Meter lang. Rock Star Exclusive, ist das praktisch die Ausstattung? Oder? Das ist die Ausstattung, die Palmo so anbietet. Okay, das heißt, die haben den so ein bisschen modifiziert? Also Palmo exklusiv, ja. Wir haben ihn etwas rockig. Ja? Etwas rockig. Nee, finde ich aber gut. Ja. Das heißt also, man kann ja das noch mit ganz vielen Aufklebern dann verzieren, ja, von irgendwelchen Messen, wo man fährt, ja. Wie zum Beispiel hier die Firma. Nee, ihr seid nicht so Aufkleberfans. Nee, wohl wen ja. Spaß. Bei Aufklebern, da denke ich immer an den Wanderstock vom Opa, wo der seine Plaketten raufgenagelt hat, wo der überall gewesen ist. Du selbst bist auch Schiffer. Das heißt, du hast wahrscheinlich einen Bootsführerschein. Ich bin Binnenskipper, ja. Binnenskipper. Und ja. Du hast bisher auch entsprechende Yachten gemietet. Genau. Das war auch ein Thema, die waren ja zu langsam. Ja, auf dem Binnenwasser schon, ja. 8 km/h, oder? Ja, ja, man darf nicht so schnell fahren. Ja. Okay, das heißt, du musst dann schon viel Zeit mitbringen, oder? Auf alle Fälle muss man viel Zeit mitbringen. Und wir haben einen kleinen Hund. Und das gab immer ein kleines Problem, weil wir entweder auf eine Marina mussten. Der wollte raus. Na sicher, den kann man nicht auf dem Boot festhalten. Ja. Okay. Ja. Wir hatten dann ein Beiboot, wo wir die Hunde dann zum Landgang geschippert haben. Und dann gab es im Beiboot großes Gezecke mit den beiden kleinen Hunden. So, bevor wir mal überall reingucken. Da vorne ist der Ablauf vom Grauwasser? Das ist der Grauwasserablauf, ja. Ich darf mal hinten reingucken? Ja, in die? Sei mal so lieb. Die Klappen sind auf. Ihr habt viel Platz drin, gell? Ja, da ist viel Platz. Wir kriegen die Räder rein. Ja, im Moment sind da jetzt die alten Reifen, die vorher auf dem Wagen waren, die sind da jetzt erstmal noch drin. Serienreifen, ja. Auf der Überfahrt sind nach Hause. Ja. Gott, die sind ja hässlich im Vergleich. Ja. Die drehen noch ganz schön durch auf nasser Wiese. Und da ist der Präsentkorb. Ja. Da ist der Präsentkorb. Ich zeig mal gerade. Also wenn man von Palmowski da was kauft, gibt man Kürbiskerne und Wein. Ja. Und nee, ist doch nett, oder? Ja, wunderbar. Es war sehr, sehr schön und es war sehr aufregend, ne? So, wenn man ihn dann so übernimmt und dann wirklich sagt, das ist meiner, ich kann es eigentlich noch gar nicht richtig glauben. Du magst ihn jetzt schon? Ja. So, ihr habt 350 Kilo Traglast hinten. Ja. Ich denke, da könnte auch ein Roller rein, so ein kleiner. Da könnte auch ein Motorrad rein. Also meine LC8 von KTM, die passt da nicht rein. Da bin ich jetzt als nächstes auf der Suche nach einem Motorrad, was ich von der Höhe her 1,21 Meter da reinbekomme. So, hier sind so die wichtigsten Sachen. Er riecht noch knatschneu. Ja. Das ist cool. Was ist da hinten drin? Was steht da? Das ist das Notstromaggregat für die Klimaanlage. Okay, das heißt, wenn ihr mal frei steht. Wenn wir frei stehen. Und es ist mal 100% Luftfeuchtigkeit bei 33 Grad. Ja. Ich glaube, das. Oder wenn die Batterien leer genuckelt sind bei bedecktem Wetter, dann könnten wir damit unsere Lithium-Batterien aufladen. Ist Lithium drin? Lithium, 2x 135 Amperestunden. Ich glaube, bei der Größe ist das schon richtig viel, oder? Denke ich mal, ja. Okay. Lithium hat riesen Vorteile, man kann viel mehr entnehmen, viel gleichmäßiger. Richtig, ich kann die runterfahren bis auf 10% Restkapazität. Das bringt eine AGM-Batterie auf keinen Fall. Krass. Die sind wo, die Batterien? Sind die hier? Die sind im Batteriekasten, auf der
Fahrerseite. Okay, jetzt gucken wir uns gleich mal an. Ja, klar. Super, dann mach nochmal zu, bitte. Ja, große Klappe ist auch wichtig, denn bis zum Boden, das heißt, man muss nicht über irgendwas drüber fahren. Das ist also auch ganz gut. Hier ist der Wasseranschluss. Ihr habt ihn schon beladen mit Wasser? Ja, wir sind auf eine Tankstelle gefahren und haben erstmal gleich Wasser voll gemacht. Da hat er sich gefreut, der Tankwart. Ja. Ist wahrscheinlich der Wasserdruck im ganzen Ort runtergegangen. Ja. Nee, der hat wahrscheinlich 100 Liter, was hat der? Wie viel hat der? 140? 140 Liter. Wenn du mal so lieb bist, das mal aufmachst, dass man mal drunter guckt. So, interessiert ja ganz normaler Anschluss. Und daneben ist Landstrom. Hier ist der Landstromanschluss. Frauenfreundlich. Ja. Man kann es auch mal als Frau machen. Ich kann mit dem Teil auch mit meiner Freundin mal wegfahren und lasse meinen Mann zu Hause. Denn es ist ein ganz normaler Sprinter. Ist ein bisschen breiter. Ja, ist aber trotzdem eigentlich wie so ein 3,5-Tonner, den man dann fährt, auch wenn er schwerer ist. Aber von den Außenmaßen ist es nicht mehr, als wenn man einen kleinen Umzug macht. So, ihr habt eine Thule-Markise drauf. Ja, bitte. Und jetzt kommt der Clou. Das Fahrzeug hat ja ein Gesamtgewicht von 4,5 Tonnen. Ja. Der geht aber optisch bei der Autobahnpolizei noch als 3,5 Tonner weg. Du willst ja nicht sagen, dass du schneller fährst wie 100. Es kann ja mal passieren, dass man über die 100 rüberkommt. Den Tipp würde ich jetzt aber nicht weitergeben. Okay, ich lasse das mal so stehen. Ich habe doch auch eins über 3,5 Tonnen. Und ich muss sagen, also ich fahre mal so 107. Ja. Das ist so das. Allerdings muss man sagen, er verbraucht dann auch mehr. Das ist richtig, so. Und ich bin gar nicht so der Fan von 130, muss ich ehrlich sagen, beim Wohnmobil. Weil das kann man mal machen, wenn es mal schnell ist. Aber ich liebe es, irgendwie 107 zu fahren. Da überhole ich alle LKWs. Ja, aber ich sag mal, die Geschwindigkeit, man kann da jetzt auch aus dem Stau rausfahren. Man muss sich nicht hinten anstellen, sondern wenn ich jetzt eine Reihe von Lkw habe. Überholverbot, wichtiges Thema. Überholverbot gilt auch ab 3,5 Tonnen und da geht der auch als 3,5 Tonner weg. Also ganz wichtig, das machst du nicht. Das mache ich nicht. Es war jetzt nur optisch so, richtig? Wir haben uns schon verstanden. Aber es ist ja manchmal so, da denkt man wirklich, also warum sind Reisemobile... Es gibt ja neue Schilder, Reisemobile ausgenommen, habe ich schon gesehen. Genau, ja. Das macht schon manchmal Sinn, oder? Ja, genau. Super. Die Felgen, ich komme mal, ich finde die so klasse. Ich alter Schleimer, ich. Aber das ist wirklich so, die Delta-Felgen, das ist schon toll, oder? Ja, genau. Ich wollte es auch im VW-Bus haben, aber irgendwie, naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich kriegst du dann. So, ich zeig mal ganz kurz, das ist wer? Das ist Emmy. Emmy ist eine französische Bulldogge. Die ist aber süß. Ja. So, und die passt auf euch auf ein bisschen. Die passt ja auf. Die passt auf? Ja, die passt auf. So, das ist natürlich, ich sag mal, ein Hund und Hotel, da fängt der Spaß schon an, oder? Das heißt, wenn man reingeht. Ja, also A sind wir sowieso keine Hotelmenschen, überhaupt nicht. Ja. Wir schlafen auch gern mal eine Stunde länger und dann kommen wir mit den Frühstückszeiten da etwas ins Gehege. Okay. Mit einem Hund sowieso. Und ja, ich habe hier einfach mein Haus dabei. Es ist unbeschreiblich, das ist einfach schön. Man kann tun und lassen, wie man möchte. Ja, wir brauchen die Freiheit der eigenen Entscheidung und Pauschaltouristen waren wir noch nie. Ja. So, wir schauen uns erstmal nochmal die anderen Klappen an. Ich weiß, die Leute wollen, dass wir reingehen, wir machen es noch nicht. Denn drinnen werdet ihr komplett full LED, nehme ich an? Der hat voll LED, richtig. Hat voll LED. Ja. Da ist es. Ich gehe mal kurz rein. So, wir schauen mal ganz kurz die anderen Klappen noch, denn die Leute wollen immer sehen, was verbirgt sich hinter Klappen. Hier ist wahrscheinlich AdBlue und Diesel. Hier ist Diesel, AdBlue ist vorne drin, im Motorraum. Und da, unten drunter? Und jetzt kommen die Klappen, die untere ist die Batterieklappe. Oh, die würde ich gerne mal sehen. Ja, das haben wir so können gemacht. Wir gerne mal reinschauen. Weil gerade Lithium, das ist ja für viele eine mögliche Neuanschaffung oder Nachrüstung. Viele denken darüber nach. Und du hattest vorher auch schon Fahrzeuge ohne Lithium, oder? Richtig. Das war ganz anders. Ja, auch auf den Yachten, da waren die Bleibatterien, die waren ständig leer. Da sind wir einen ganzen Tag geschippert und am nächsten Morgen konnten wir die Wasserpumpe nicht benutzen, weil die Batterien leer waren. Da hat der Unterspannungsschutz, der hat die einfach weggeschalten. Ja. Das kenne ich. Das ist so AGM 50%, die Spannung sinkt relativ schnell ab, muss man auch sagen, das ist bei Lithium nicht so. Genau. Ah, guck mal an, BCS, ich guck mal gerade rein. Exklusiv produced for Hümer. Zwei Stück, wie du gesagt hast, plus die AGMs, die Starterbatterie? Nein, das ist die, die Grundbatterie, würde ich sie mal nennen, die auch bei Minustemperaturen die Dieselheizung in Betrieb nimmt. Ah. Und die Dieselheizung, die wiederum wärmt die AGM-Batterien, nein, nicht die AGM, die Lithium-Batterien auf, sodass ich die dann laden kann, dass die ladefähig werden.
So, ich guck mal gerade, schaut, das sieht aus, könnte ein Ladegerät sein. Ist der Ladebooster. Ladebooster in der Fahrt. Denn viele Fahrzeuge können wir in der Fahrt nicht mehr laden, wenn die keinen Ladebooster haben. Das ist wegen Euro 6 ein Riesenproblem. Ja. Hier ist es mit Ladebooster. Das heißt, der lädt wahrscheinlich während der Fahrt so 30, 40 Ampere oder sowas? 25 Ampere. 25 Ampere, super. Jetzt muss ich aber mal gucken, ob das BOS, heißt wahrscheinlich BOS, Balance of Storage. Balance of Storage heißt der Hersteller. Die Leute interessieren sich immer, was das ist da drin. Mhm. Hier vorne hast du dann noch ein Schaltbild mit drin. Du selbst, du kommst aus welchem Bereich beruflich? Was machst du? Ich war in mehreren Berufen tätig. Handwerker? Mein erster Beruf ist Kraftwerksmeister. Echt? Ja. Da habe ich dann 1995 mit aufgehört. Mhm. Auch durch den Schichtdienst, den wollte ich nicht mehr. Habe mich dann selbstständig gemacht und habe eine Heizölfirma in Berlin gehabt. Heizöl? Heizöl und Diesel, ja. Das ist ja spannend. Genau. An den Märkten einzukaufen jeden Morgen, oder? Ja. Das ist aber, das hat ja auch nichts mehr zu tun mit, das ist praktisch Logistik plus Börse, oder? Genau, so kann man sagen. Stressig, oder? Ja, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht und ich war auch erfolgreich. Okay, klasse. Nee, ist doch ordentlich. Ich muss sagen, das hier ist ein richtiges Understatement-Auto. Also so, ich sag mal, man kann es nicht wirklich einschätzen. Wenn man das hier so sieht, da vorne ist so ein Sprinteraufbau mit dabei. Es sieht aus wie ein normales Wohnmobil, aber... Es ist Hightech auf Rädern, das muss man schon sagen. Also mit dem Mercedes-Benz, allein schon die Marke Mercedes-Benz, die macht richtig Spaß. Also ich habe dem Mann schon gesagt, Wiederverkaufswert wahrscheinlich sehr gesucht, gerade das Modell. Ja, für uns, ja genau. Also für uns kam eigentlich nur ein Sprinter in Frage, vielleicht noch ein Iveco, aber auf alle Fälle kein Fiat-Aufbau. Gut, das lasse ich mal so stehen. Fiat Ducato, das meistgebaute. Iveco ist ja eigentlich auch Fiat, aber ist was anderes. Das ist dann ein großer Motor. Wichtig ist 3 Liter, 6 Zylinder. Das habt ihr ja noch Glück gehabt, oder? Das war großes Glück. Zumal wir ein Jahr am Konfigurieren waren, welches Fahrzeug jetzt für uns überhaupt in Frage kommt. Ja. So haben wir noch so einen der letzten Sprinter mit dem 6-Zylinder-Motor jetzt. Haben Leute von Palmowski, bis ihr fertig war, habt ihr ein Jahr gebraucht? Nein, mit unserer Entscheidung, was für ein Fahrzeug wir nehmen. Ah, ja. Okay. Das Fahrzeug war dann weitgehend das, was fertig für uns in Frage kommt. Ich habe gedacht, ihr werdet da 700 Mal wie beim Küchen bestellen, rein und raus. Nein, könnt ihr mal bestellen. Und zwar folgendes kann ich noch sagen. Wir haben uns dieses Fahrzeug als erstes angeguckt und haben dann ein Jahr nach Alternativen gesucht. Und sind dann wieder bei diesem Fahrzeug zum Schluss gelandet. Ja. Ist oft so. Man lernt Frauen kennen, sieht viele andere Frauen und landet bei der ersten wieder. Ja, so kann man es auch sehen, ja. Toll. Gut. Hat der Namen schon? Ja, der heißt Das Biest. Das Biest. Und ich bin die Schöne. Ja, das habe ich schon gesehen. So, jetzt warte mal kurz. Ja, du kannst gerne mal zumachen. Ja. Nicht so einer, der noch was klaut, eine Sicherung. Ihr habt wahrscheinlich auch Ersatzsicherungen dazu bekommen, oder? So weit sind wir noch nicht. Wir sind ja Bedienungsanleitung ist so groß wie das Telefonbuch von New York. Ja, da haben wir ein ganzes Schubfach mit Bedienungsanleitung. Viele Bedienungsanleitungen sind auch online gestellt. Die können wir uns dann auf dem iPad raussuchen. Ja. Da werden wir uns langsam durcharbeiten. Habt ihr WLAN im Auto? Ja, richtig. Super. Das heißt, ihr habt eine Box drin, mit der permanent WLAN dann bereitstellt. Dualband WLAN, aber da müssen wir noch die SIM-Karten besorgen und alles. Gut, klasse. Ja, Netflix wird ja immer mehr ein Thema. Das heißt, eine Sat-Antenne habt ihr auch drauf, aber immer mehr Leute gucken ja on demand. Da ist das Klo hinter, nehme ich an. Da ist die Kassette für Toilettenentwässerung. Genau, das brauchen wir vielleicht nicht zwingend gucken. Und hier ist Gas. Ihr habt euch für die größte Flasche entschieden? Für die größte Flasche, ja. Wir brauchen die zum Kochen. Und wir wollen ja jeden Tag kochen. Genau. Ist ja im Moment Sommer, muss man sagen. Im Winter ist das anders. Ja. Das Ding ist richtig wintertauglich, oder? Der hat eine Dieselheizung drin, sodass wir auf einen Gasflaschentausch nicht angewiesen sind. Okay, das heißt, ihr seid komplett autark, könnt euren Kraftstoff nachtanken. Wann riecht das? Nee, ihr habt es noch nicht probiert, nehme ich an, im Sommer. Dieselheizung? Ja. Nein, war noch nicht nötig. Wir sind ja auf der Jungfernfahrt. Der Jungfernfahrt. Ja. Toll. Wir kennen das mit dem Gasverbrauch. Wir haben, wo wir ausgewandert sind, ins Havelland, von Berlin ins Havelland. Da haben wir uns ein Blockhaus gebaut
Und da haben wir schon ein Jahr im Wohnwagen gelebt. Ja. Und das war die Zeit, wo wir dann so minus 15 Grad hatten. Quatsch, ihr habt ein Jahr im Wohnwagen gelebt? Ja, haben wir. Wir haben unser ganzes Möbeljahr eingelagert. Ich dachte, ihr hättet einen Wohnwagen. In einen Container. Ja. Und da waren dann sozusagen während des Baus komplett immer dort. Ja. Und konnten alles genau beobachten und ja, bewachen, aufpassen, dass sie da keinen Müll bauen. Ja, und dann haben wir dieses ganze Jahr im Wohnmobil, nicht im Wohnmobil, im Wohnwagen gelebt. Und wir hatten den härtesten Winter dort. Minus wie viel? Ich weiß nicht, wie viel waren es? Minus 15 Grad, ja. Und wir haben also jede Woche haben wir 7 Gasflaschen gebraucht. Das heißt, du hast dir die liefern lassen? Oder hast 77 Kilo Gas jede Woche. Und die kostet 20 Euro Stück? Vom Kosten her, wir mussten die Flaschen immer hin und her schleppen. Das war das Problem, gar nicht mal die Kosten. Sport müssen? Mein Sport? Ist dein Tagessport gewesen, nehme ich an. Nee, einmal die Woche war es der Tagessport, ja, richtig. Leute, was wollen Sie mit 7 Flaschen? Ja, genau. Ja, und dann gab es ja auch immer das Problem, die Flaschenwechsel war immer nachts angesagt. Ja. Ach so, ja klar, das Ding geht aus. Im Dunkeln, wenn die Heizung ausfiel, weil die Flasche alle war. Gut, ihr könntet ja eine Do-Control dann noch dran machen mit 2 Flaschen, aber es ist Murphy's Law, sie geht immer nachts leer und zwar immer um 4 Uhr. Gesetz der Serie. Darf ich machen? Die Zeit hatte ja etwas Gutes. Wir haben gemerkt, dass wir zu zweit auf engem Raum gut klarkommen. Zu jeder Jahreszeit und zu jeder Tageszeit. Das freut mich sehr. Ich darf mal kurz eintreten? Ja, bitte. Da ist ein Fliegengitter drin? Da ist ein Fliegengitter drin, ja. Hast du schon rausbekommen? Ja, da ist es. Sehr schön, denn das ist das Wichtigste. Gibt es auch mit Magnet? Und man kann auch rausgucken. Ja, das heißt, du kannst ja angucken, wer da klopft. Ja, genau. Das ist schön. Einen Spiegel hast du auch drin, großen? Was habe ich draußen? Spiegel. Spiegel? Ja, geht doch mal am besten rein. Ich gehe mal rein. So, ich bleib mal ganz kurz hier. Dann kann ich mal gerade einen kurzen Schwenk machen. Ja. Ich lasse euch gleich mal rein. Ja, ja. Okay. So, es riecht nach Leder. Also das ist ja so die Haptik, wenn man so reinkommt. Erstmal so ganz toll. Grün, außergewöhnlich. Sieht man immer seltener. Habe ich noch nie gesehen, grün. Wow, und ihr habt einen 32 Zoll Alphatronics drin, ihr Säcke. Den habe ich nicht. Ein riesen Fernseher. Ja, da kann man, wenn man will, gucken, bis die Batterien leer sind. Nee. Also ich habe das kleinere Modell, muss ja, ich dazu ja sagen, der 32 Zoll, das ist schon, wenn man viel guckt, sehr angenehm. Ja? Das heißt, okay. Ist auch ein Full-HD-Abstand, also, spielt keine Rolle. Da haben wir auch keinen größeren. Ja, das ist gut. Ihr habt eine Sattanlage drauf, da oben ist das Solarpanel. Das ist ein Solarpanel. Und dann ist der Schalter für die 230 Volt für den Wechselrichter. Und da ist der Router drunter. Und der Router ist da drin, richtig. Dometic, on-off. Ja. Du weißt schon, was das ist? Nein. Ist nicht schlimm. Dometic, also das ist der Schalter hier. Ne? Das ist der Wechselrichter? Das ist der Schalter für den Wechselrichter. Okay, das heißt... Oben ist das Solarpanel, da drüber, oben rechts. Unten links ist das WLAN. Okay. Und oben links, da bin ich noch nicht hintergekommen. So, und da ist hier das Pandora. Du hast was ganz Tolles einbauen lassen. Du hast sehr, sehr aufwendig eine Alarmanlage einbauen lassen. Das Beste, was man kriegt? Wahrscheinlich. Beste, was mir empfohlen wurde, sagen wir es mal so. Die ist von Pandora, die Anlage, mit Trigas-Alarm, Alarmierung. Und Wegversperre, man kriegt das Ding nicht weg. Wegversperre und Einbindung ins Bussystem des Trägerfahrzeuges. Okay, selbst wenn einer sich da reinhackt, der kommt so schnell nicht weiter. Ich hoffe. Ja. Ich zeige mal gerade, wenn ihr euch mal kurz hinsetzt, ich würde mal gern sehen, komm, setz dich mal hier. Ist das Drehen der Sitze, ist das sehr aufwendig? Komm hier hin, Claudi. Die Claudi, genau, komm, wenn du möchtest. Sonst bist du doch nur von hinten drauf. Naja. Ich will es nur einmal kurz zeigen, dass die Leute das sehen. Ist das Drehen der Sitze aufwendig? Muss man da so viel hin und her juckeln? Nee, das geht wunderbar. Also wir stoßen noch nirgends an. Wir haben keinen Handbremshebel, wo wir hängen bleiben. Der ist wo? Achso, die ist elektrisch. Der hat eine elektrische Parkbremse. Okay. Ich zeig mal gerade. Man kriegt hier vorne, da ist noch so ein Teil drauf. Machen wir gerade. Das sieht ziemlich cool aus. Das ist diese exklusive Plakette für den Ausbau. Ja. Palmo Exclusive, da vorne steht's. Das ist schon ganz edel. Ja. Ah,
hat viel Platz. Dadurch, dass ihr kein Hubbett habt, habt ihr Raumhöhe richtig? Ja. Wir hatten uns vorher auch ein, wie heißen die mit dem Hubbett? Von Horbach? Lastrada. Lastrada hatten wir uns angesehen. Mhm. Aber mit dem Hubbett, das wäre, ich denke mal, auf Dauer nicht so alltagstauglich gewesen. Wir wollen ja auch kein Weekender haben, sondern wir wollen ja weitere Strecken mit dem Auto fahren. Ja? So, und das da ist wahrscheinlich die Luftfeder. Das ist die Luftfederung. Und mit der Luftfederung habe ich jetzt auch die Waage ausgerichtet. Deswegen hat das eine Rad einen Fülldruck und das andere Rad nicht. Okay, das heißt, du kannst das quasi auf und ab genau, ohne machen. Dass ich diese Stufenkeile verwenden muss. Ja. Die ist übrigens von Goldschmidt. Genau. Ich habe selbst eine Hubstützenanlage von Goldschmidt. Mhm. Richtig Profitechnik. Ja, würde ich sagen, ja. Mhm. Das M-Book-System sieht toll aus, oder? Das Entertainment. Das macht was her, ja. Das ist ein PKW-Feeling, oder, hier drin? Genau, genau. Ja. Der ist so schick. Da vorne liegt der Hund. Ja, genau. Die liegt dann zwischen uns, ja. Genau. So, sauber machen, kein Problem. Ihr habt einen Staubsauger drin, gell? Ich fange erst mal an, sauber zu machen, aber ich habe kein Problem damit, nein. Geplant ist eine zentrale Staubsaugeranlage, die unterm Wagen hängt, wo ich dann hier im Fahrzeuginnenraum einfach nur einen Schlauch einstecken muss. Okay, die ist noch nicht fertig? Oder? Die ist noch in Planung. Ich habe einen Dyson, so einen Akku-Ding. Irgendwann war es mir so zuwider. Der steht ja immer irgendwo rum und kippt um, ne? Richtig. Ja. Ich sehe schon, du bist der bessere Camper. Und dann, toll ist hier, das Fenster macht unglaublich viel Luft, oder? Ja. Und Raum. Ja, gibt doch ein Raumgefühl. Mhm. Ja? Wir haben auch schon Autos gesehen, die waren bis Kopfhörer, waren die hier zugebaut. Und dann hatten sie noch eine Ablage darüber. Mhm. Aber da habe ich so den Eindruck gehabt, ich sitze wie in so einem Kasten. Mhm. Ja? Und ich habe so nach oben jetzt die Weite. Ja? Also nochmal zusammenfassend. Ihr habt jetzt einen Camper auf 4x4 Basis mit einem Automatikgetriebe, mit einem starken Motor, mit einer Luftfederung mit drin, mit viel Autarkie durch Lithium-Ionen. Das heißt, ihr könnt weit fahren, ihr habt WLAN mit drin. Ja. Was fehlt denn noch? Gar nichts. Na, was du noch nicht erwähnt hast, ist die Getriebeuntersetzung. Die ist wo, sag mal? Ist die elektronisch? Die Getriebeuntersetzung ist rein mechanisch. Ich meine das Ein- und Ausschalten. Ist das ein Schalter oder geht das? Das wird mechanisch ein- und ausgeschalten. Ja. Wo denn? Wo ist das? Das wäre dann hier. Ist die Getriebeuntersetzung. Okay, das heißt, du kommst zum Beispiel an Bergen, kannst du dann bremsen. Ist das möglich? Wäre das ein Einsatz? Ich kann mit einer definierten Motordrehzahl, kann ich das Drehmoment erhöhen und komme damit durch Tiefsandgebiete durch, wo ich jetzt ohne Getriebeuntersetzung eine erhöhte Motordrehzahl bräuchte. Teil 2. Ja, ich bin vollkommen begeistert. Normalerweise sind meine Dokus immer nur so rund 30 Minuten, aber es gibt was zu entdecken. Die Jungfernfahrt mit einem Mercedes-Benz Sprinter mit einem Motor, den es so nicht mehr gibt. Ein 3 Liter Turbodiesel mit Wandlergetriebe, richtig? Richtig. Und das Ganze hat Euro 6. Und, Euro 6D. Euro 6D und man kommt überall rein. Man kommt überall durch, ja. Stuttgart auch. Ach so, in die Umweltzone. Kann man mit dem Fahrzeug unbegrenzt fahren. So, jetzt das Thema Verdunklung. Jetzt wollt ihr ab und zu mal abends, ihr steht jetzt frei, ihr wollt trotzdem nicht, dass die Stechmücken euch zugucken beim Kochen, richtig? Mhm. Dann könnt ihr zumachen, richtig? Ja, wir können einmal Insektenschutz rundum und Verdunklungsschutz auch rundum. Das geht auch vorne? Wie funktioniert das vorne? Das geht auch vorne, ja. So haben wir hier diese... An der Seite, man zieht das raus. Gemein. Ihr habt den erst seit gestern. Ja, wir haben es noch nie gemacht. So. Ah, guck mal, da ist ein Klickgelenk. Ja. So. Dann kannst du es so sehen. Das sind hier die Hochtöner. Die bleiben noch frei. Für das MBOX, die bleiben frei, ja, sodass der Hochtonklang hier nicht gedämpft wird. Was die alles gedacht haben. Ja. Das ist gut. Hm? So, und dann hat man es an der Seite genau das gleiche. Kann ich also einfach zuziehen. Genau. Dann habe ich was. Da komme ich jetzt aber... Nee, ist nicht schlimm. Geht ja nur einfach... Das geht auch relativ easy, oder? Ja. So, kann man zumachen. Ist okay. Ohne erstmal. Toll. Und da vorne habt ihr Leselampen mit drin. Das heißt, ihr könnt die einfach runterziehen. Ihr habt wahrscheinlich... Leselampen für Tag und für Nacht. Da oben sind sie.
Ich mach's noch mal kurz an. Wahrscheinlich ist da sind sie. Das ist das Taglicht und hier haben wir noch das Nachtlicht. Wow. Ja, es sind so Kleinigkeiten, denn wenn man was lesen will, da kann man es einstellen. Der eine wird nicht gestört. Man kann ja die Bauteile überall kaufen. Das Problem ist dann aber die Verkabelung fachgerecht auch dahin zu bekommen. Und deswegen ist es sinnvoll, dass das Fahrzeug schon im Aufbau gleich so konfiguriert wird, wie man das hinterher auch in der Praxis benötigt. So, hier ist die Truma. Warmes Wasser macht ihr auch mit Diesel? Auch mit Diesel, ja. Warmes Wasser wird mit Diesel bereitet. Okay. Wir brauchen Gas also nur zum Kochen und gegebenenfalls für den Absorberkühlschrank. Ah, okay, wenn der mal außer vom Strom steht. Ja, genau. Genau, verstanden. So, hier vorne hat man eine schöne Sitzgruppe. Ja. Das heißt, man möchte sich ja gegenüber sitzen, wenn man frühstücken möchte. Man kann es wahrscheinlich auch unten ausziehen, wenn man mal zu dritt ist. Der ist zugelassen für vier Leute oder für drei? Für vier Personen. Für vier Personen. Der hat vier Anschnallgurte. Also vier Personen zum Fahren und drei Personen zum Übernachten. So ist er ausgelegt. So, und da ist auch der große Spiegel, der mit dabei ist. Das ist ganz wichtig, dass man sich auch mal sieht. Ja, der Raum, wenn man hier sitzt, er wirkt schon ziemlich groß, oder? Ja, wenn man so reinguckt. Ja, ist groß. Ist erdrückend. Also man kommt auch noch aneinander vorbei. Wir sind ja beide relativ schlank, also von daher haben wir da keine Probleme und stoßen uns nicht ständig an. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man in der Küche beschäftigt ist. Man muss laufend seine Arbeit unterbrechen, weil der Mann wieder gerade da durch muss. Ja, wahrscheinlich auch zwei Fernseher, das heißt, du kannst was anderes gucken wie er. Nee, wir haben keine zwei Fernseher, weil eigentlich brauchen wir noch nicht mal einen Fernseher. Genau, zur Not ein Tablet dann. Ja, Nachrichten werden auf dem iPad gesehen. Ja. So, und ansonsten gucken wir nicht viel Fernsehen. So, der Mann, der raucht Zigarillos, aber nur draußen, oder? Na klar. Okay. So ist das. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, eine Küche habt ihr auch. Das ist richtig schön. Ja. Du hast schon was gemacht in der Küche? Zeig mal deine Küche. Ach, deine Küche. Meine Küche. Also die nehme ich jetzt mal kurz hoch. Der Mann muss spülen. Ja, dann sieht man hier nochmal. Gaskocher. Ja, das ist natürlich klar, dass ihr nur eine kleine Flasche braucht, wenn ihr nur damit kochen müsst. Ja, genau. Und das ist. Und hier ist schon alles abwaschbereit. Genau, das heißt, ihr sammelt immer ein bisschen. Genau. Warmes Wasser ist mit drin. Das hier ist ganz praktisch, da kann man Sachen einhängen. Da gibt es auch Zubehörteile, die man nachrüsten kann. Mhm. Und da hängen jetzt nochmal die Halter drin. Oben drauf, darf ich da mal reingucken? Ja. Ihr habt schon, warte, ich zeig mal was, wenn du mal einen zumachst. Ihr habt schon eine Stechmücke erlegt. Da vorne ist eine. Das bleibt nicht aus hier drin, gell? Genau. Nee. Ach, das wird dann zu Hause alles sauber gemacht. Habt ihr eine Klimaanlage hier drin? Ja. Eine Klimaanlage, ich sehe die gar nicht auf dem Dach. Nee, die kommt noch rein. Die wird Noch eingebaut. Nächste Woche wird die eingebaut. Okay, das heißt, ihr wolltet ja das Fahrzeug irgendwann mal haben, genau, richtig? Ja. Genau, so, dann mach mal auf, bitte. Ja. Okay, hat Schränke mit drin, da oben, das hast du mitgebracht? Ja, das habe ich mitgebracht, um ein bisschen Salat zu machen. So, und da vorne habt ihr eure Alarmanlage mit drin. Nee, Truma, was ist das da? Ach, ihr habt eine iNet-Box drin. Ja. Das ist aber selten, die sieht man ganz selten. Das heißt, ihr könnt, also von der Ferne aus könnt ihr... In der Ferne kann ich dann die Klimaanlage oder auch die Heizung schon in Betrieb nehmen, sodass das Fahrzeug die Wohntemperatur hat, die wir dann bei Ankunft uns wünschen. Ist noch keine SIM-Karte drin, nimmt ihr noch in Betrieb? Kommt alles noch. Was ganz gut, was ich ganz toll finde, ist, ich habe hier so eine Rolle eingelegt und wenn ich die ganze Sache hier schließe, komme ich trotzdem hier ran. Und ja, das sind so die Kleinigkeiten. Ja, als das offen ist, finde ich sehr schön. Gut, ist aber nicht ganz offen, das heißt, da kannst du lieber reingucken. Es langt schon, wenn es da vorne offen ist, glaube ich, oder? Man will es auch ordentlich haben, oder? Ja. Ja, also wir können hier auch noch überall Ablage. Toll. Hier vorne. So, Spiegel habe ich schon gezeigt. Mhm. Überall steht so ganz süß Hümer drauf. Habt ihr ein gutes Gefühl mit der Marke Hümer, so von der Qualität? Ja. Wir haben uns vor einem Jahr ein Wohnmobil ausgeliehen, um erstmal zu gucken, ob uns das wirklich so gefällt. Und hatten da eine andere Marke. Und da merke ich jetzt beim Gebrauch der Schränke, Schubladen, dass es doch sehr, sehr hochwertig ist. Ich zeig mal gerade Töpfe, ist ja so ein großes Thema und die können ja auch mal größer und schwerer sein. Wenn du mal kurz unten aufmachst, sei so lieb. Ja, klar. Also hier ist einmal für Besteck und ja, was man halt so braucht. Wir sind ja jetzt noch nicht richtig eingerichtet, weil wir ja nur das Notdürftigste mitgenommen haben. Mhm. Und die Schränke ziehen sich dann auch von selbst ein. Und klicken auch rein. Ja. Hier sind jetzt die sämtlichen
Gebrauchsanweisung, die werden wir zu Hause Tausende, studieren. Oder? Ja. Stark. Und ganz unten sind Töpfe. Sind noch keine dabei, oder? Doch, die Töpfe haben wir. Die sind dann hier. Ja, ist schon gut, wenn die so hoch sind, denn die Salatschüsseln, die brauchen Platz, oder? Ja. Gibt's auch zum Falten, hier aber ist noch ein kleiner integrierter Mülleimer. Okay. So, hier vorne hat man auch übrigens einen Handlauf, da kann man einziehen. Hier kann man die Arbeitsfläche ein bisschen erweitern, ja, dass man das hochklappen kann. Man klappt es dann hoch und kann es nochmal entriegeln. Und hier ist es auch nochmal erklärt. Ja, du, in 2 Jahren kannst du das auswendig. Gestern gekauft übrigens, muss ich immer so zur Ehrenrettung sagen. Der Mann macht's. Nee, so, toll. Geh mal hier wieder weg. Nee, ich brauch dich. Ja, du brauchst Kühlschrank, mach mal auf. Der geht von beiden Seiten auf? Nee, von einer. Nein, der geht nur von einer Seite auf, von der Küchenseite. Von der Küchenseite. Ich will nämlich mal reingucken, was ihr habt. Ich bin der alte Kühlschrankspicker. Das kann man aber sehen lassen. Sieht aus, als hättet ihr gerade erst eingekauft. Ist das so? Nö, haben wir nicht. Wir haben alles von zu Hause mitgebracht. American Style Cookies. Bist du so ein süßer Typ? Mhm. So, die Haarvollmilch, gut und günstig. Stopp, mal kurz mal gucken. Ah, da unten sind die Flaschen drin. Das heißt, auch die passen gut rein, gell? Ja, die Flaschen passen rein. Dahinter habe ich Gemüse. Hier kann man noch ein Gemüsefach einsetzen. Das habe ich raus aus Platzgründen rausgenommen. Ging aber. Das heißt, das ist dann zu, gell? Damit das Gemüse nicht so austrocknet. Eisfach. So, da kann man dann Eiswürfel reinmachen. Eisfach. Toll. Aber du bist zufrieden mit dem Kühlschrank, mit der Größe? Der ist ausreichend, vollkommen. Hier unten hat man dann auch noch mal eine Stauklappe. Mhm. Toll. Und ganz wichtig, eine Toilette habt ihr, gell? Ja, wir mit Waschraum. Dusche und Bad. Genau, wenn du mal so lieb bist, einmal kurz hochgehst, dann komme ich mal zu dir. Der Vorteil ist wahrscheinlich, du kannst hier zumachen und du bist dann ein bisschen vereinzelt. So ein kleines bisschen. Ah, du kannst ja hier zumachen, du kannst dich einfach reinsetzen. Zeig mal gerade was. Die Tür geht komplett auf, das heißt, man kommt sogar dran vorbei. Man kommt auch dran vorbei, richtig. Und da ist die Dusche. Ja. Farman habe ich auch im Einsatz. Die Dusche ist separat, sodass der Waschbereich und der Toilettenbereich trocken bleibt. Ich glaube, es ist wichtig. Auch ansonsten, toll. Sonst hast du mal ein Feuchtraumgebiet. Genau, ja. Und hier drin hast du dann ein richtig tolles Waschbecken. Ist das dir zu klein, zu groß? Nein, ich finde das vollkommen ausreichend. Also ich das weniger sauber gewöhnt. Zu machen. Wir haben ja ein Jahr im Wohnwagen gelebt. Sag mal, die Form vom Waschbecken zum Saubermachen, ja? Es gibt ja so Waschbecken, die sehen dann ganz toll aus, die kriegst du nicht sauber. Ist das hier gut? Das ist hier sehr gut, weil das ist ja so creme und gespenkelt. Und da siehst du nicht alles. Da sieht man nicht gleich jeden Fleck, genau. So, Riesen, guck mal hier, ein Riesen, seht ihr mal mein Gimbal, weil Leute immer fragen, wir haben eine Alpha 6.5 plus ein Gimbal, jetzt wisst ihr das mal. Und da unten kann man übrigens noch so ein Holzrost drunter stellen. Was hat das für einen Sinn? Da steht mein Rutschfest drauf. Okay, ja? Verstanden. Hm. Okay, da stehen die Zahnbürsten auch. Die können auch, ja, toll. Da oben hat es auch ein Fenster, das heißt, man kann hier schön lüften. Ein Heki. Ein Heki. Hm. Was ist ein Heki? Lass mich mal da rein. Ein Hebelkippfenster. Ein Hebelkippfenster. Jetzt weiß ich auch das mal nach 300 Wohnmobil-Videos. Das Heki. Dann haben wir hier noch Schrank. Dann haben wir hier noch eine Ablage. Ah, da ist der Föhn drin. Ja, im Moment. So, und hier haben wir das teuerste eine heute. Eingearbeitete Toilettenrolle. Da guckt man dann hier unten. Damit die nicht nass kann wird. Kann man das hier durchfädeln. Ja so. Ah, zeig mal bitte. Ja. Fädel mal. Ich fädel mal. Weil ich dachte eben schon, jedes Mal das Ding aufmachen, um das Klopapier rauszuholen. Ja. Und da fädelst du das einmal ein, dann kannst du da von vorne reinziehen. Ja, das ist ja mal gut. Hat einer nachgedacht, oder? Ja. Dann lacht sie. Und was ich immer ganz wichtig finde, wir Frauen brauchen ja viel, wo man was anhängen kann. Ne? Ja. Also, und da haben wir hier eine Menge. Okay. Ja, ob das jetzt der Föhn ist, ob das Handtücher sind oder mal eine nasse Jacke. Das, hier möchte ich gerne auch so einen Spanner haben. Warte, ich zeig mal gerade, also um da was aufzuhängen. Ja, hier möchte ich noch so eine Stange rein haben, die man rausnehmen kann, damit man nasse Sachen zum Beispiel mal. Du hast noch einen Mann, der macht doch alles für dich. Der macht das, ja. Super. Der erfüllt mir jeden Wunsch. So, die Bettwäsche ist neu? Ja, ganz stolz. Die ist teuer sowas, oder? Gar nicht so billig, wenn man so... Nein, aber ich wollte es halt passend zum Auto haben in grün. Das ist aber schick. Mhm. Ist so Geschmackssache, aber das Grün mit dem allen drum und dran, das passt. Ich habe mir Bettwäsche gekauft und habe mich mal auf den Hintern gesetzt, was gute Bettwäsche kostet. Ja.
Aber man hat sie ja auch lange. Also ich sag mal, wenn man so viel Geld für ein Auto ausgibt, dann soll es jetzt nicht an der Bettwäsche hapern, ne? Dann möchte ich die nicht. Es sei dir vergönnt. Man will ja schlafen wie zu Hause. Das ist ja so. Und die bleibt ja auch drin. Das heißt, ihr ladet die ja nicht einen aus. Nein. So, ihr habt jetzt drin geschlafen. Ja, traumhaft. Wie war es denn? Also ich zeige mal, hier hat man wirklich eine feste Stufe. Wirklich traumhaft. Wir haben zwei feste Stufen. In einer Stufe. Warte mal. Haben wir noch. Da vorne. Stauraum. Okay, da sind die Pfandflaschen drin. Ja, ja. Da sammle ich im Moment. So, und da? Und hier ist nur eine Service. Serviceklappe. Eine Service. Ah, da ist die Heizung. Da kann man dann mal ran. Gut, verstanden. So, und das ist alles sehr robust, kann man draufsteigen, hochgehen. Ja. Ist ins Multiplex-Holz, habe ich gerade gesehen. Schrank. Schrank, warte, ich zeig mal gerade. Da kann man dann, da sind jetzt die Kissen drin, die ihr im Moment nicht braucht. Die waren dazu geliefert zu dem Auto. Okay, passend zum Design. Ja. Hier ist noch Schrank. Mhm. Toll. Ich zeig mal gerade das und Bett. Hier ist auch noch Schrank. Warte. Da sind jetzt, was ist da drin, Mützen? Bitte? Mützen sind drin? Oder? Ja, ich habe da jetzt erstmal alles, was man für unterwegs so braucht. Eine Tasche und Mütze. Mhm. So. Und für die Füße ist es dann hier frei. Also gut durchdacht. So, wir stehen jetzt gerade nebeneinander. Wie war denn die Nacht? Die waren traumhaft. Warum denn? Ja, weil ich habe geschlafen wie eine Tote. Ist der Mann, der schon mal schnarcht? Ne? Ja, aber wir stören uns da nicht gegenseitig. Du schläfst ich schnarch Stein. Mit. Ist aber ein Thema. Wenn, also gerade wenn ich mal so ein Glas Rotwein getrunken habe, da kommt meine Frau dann schnarche ich die ganze Nacht. Das ist irgendwie so ein Effekt, wenn ich ein bisschen Alkohol trinke, dann schnarche ich. Ja. Mach dir nichts. Und ich höre schwer und von daher höre ich das Schnarchen nicht. Ach so. Ja, Leute, die machen sogar das Hörgerät aus, wenn sie keine Lust mehr haben. Da ist meine Bulldogge lauter, wenn die schnarcht. Süß. So, ich lasse euch mal in Ruhe. Ihr wollt auf die Messe. So ist es. Stolze Besitzer. Die Jungfernfahrt im neuen Hümer. Palmowski, jetzt habe ich den Namen mal richtig gesagt. So, wie kam ich denn? Kannst du deine Kamera noch mal von unten runterhalten? Mach ich. Warte mal. Die Unterfahrschutze. Ah ja, guck mal. Ja, RSX steht drauf. Genau, RSX, die haben wir uns noch anfertigen lassen. Ich glaube, das macht Sinn. Ja, genau. Unterbodenschutz, was hast du da gemacht? Unterfahrschutz, aber Unterbodenschutz, um Motorschäden im Gelände zu vermeiden. Aber es gibt ja viele, die machen am Anfang, machen die extra Unterbodenschutz drauf. Hast du dir das überlegt? Ach so, da kommt noch die Versiegelung, die ist noch in Planung. Wachs oder was macht ihr drauf? Ja, da gibt es ja wohl Versiegelungsöl, Versiegelungswachs, je nachdem. Tausend Sachen. Unterboden ist oder im Hohlraum, da bin ich noch bei. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, denn ich habe euch abgefangen, also ich kam hier nur wegen den Rädern, muss ich sagen, und damit sind wir wieder am Anfang. Die Investition hat sich gelohnt, denn das gibt dem Auto so ein bisschen mehr Offroad-Charakter und macht so ein bisschen mehr, ihr seid ja keine, wie nennt ihr das, weiße Ware? Damit heben wir uns von der weißen Ware ab, richtig. Gut, ich lasse das mal stehen, was weiße Ware heißt. Es sind keine Kühlschränke, so viel kann ich euch sagen. Aber wir sind ja auf dem 4x4-Treffen, die werden es schon wissen, ja. Vielen Dank euch beide und dann eine gute Weiterfahrt im neuen Mercedes. Ich halte mal kurz drauf. Tschüss. Tschüss. Ciao.